Jetzt bin ich gespannt, ob der mich angreift. Das ist immer ein bisschen spannend, ne? Der ist ja nur viel größer, aber wir sind auf einem Fleischfresser und er greift uns an. Und er ist schneller als wir. Ach ja. Hey, 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 ho, ihr Minenarbeiterinnen und Minenarbeiter. Ich bin's wieder, euer guter alter Vorbundler. Und ich freue mich wirklich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu einer neuen Folge Abenteuer, Reisen und Kreativität. Kurz gesagt, ARK. Vielen Dank an den treuen Zuschauer Oropax für diese Idee mit dem Abenteuer, Reisen. Kreativität. Tatsächlich können wir das heute, ist das sehr passend. Ich habe einiges vor. Aber ihr könnt euch jetzt erstmal zurücklehnen und entspannen. Ja, und sehen, wie ich hier in den größten Stress komme. Das kann ich euch garantieren. Auf jeden Fall genießt die Show. Und falls euch das gefällt, haut auf den Like-Button. Wenn du hier neu bist, abonniere außerdem den Kanal. So, was ist denn passiert? Leute, ich werde aufrüsten. Nein, das ist falsch gesagt. Ich habe sogar schon aufgerüstet und werde noch mehr aufrüsten. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Ach, ich liebe die. Die sind immer so voller Ressourcen. Eine schwarze Perle, Siliziumperlen und alles. Hervorragend. Ich habe wirklich aufgerüstet. Ein paar Kleinigkeiten. Ja, ihr wisst ja natürlich hier überall Krieg und Gewalt auf der Welt. Da möchte ich wirklich nicht ins Hintertreffen geraten. Und mache mal fleißig mit meinem neuen Atomprogramm. Nein, so schlimm ist es mit mir noch nicht geworden. Ich laufe mal gerade zurück ein bisschen zu meiner Base. Ein paar Kleinigkeiten habe ich hier gemacht. Wie ihr schon gleich sehen werdet. Wie weit bin ich denn bloß gelaufen? Ich dachte, ich wäre nur um die Ecke gelaufen, mal eben. Jetzt bin ich ewig weit entfernt. Macht nichts. Wir werden heute sowieso noch weiter uns entfernen. Dazu komme ich dann gleich in ein paar Minuten, sofern ich meine Base hier wiederfinde, die schöne blaue Lagune. Wo ist sie denn? Hier war doch irgendwo der Eingang. Hier war doch, hier glaube ich, hier. Ja. Ah, seht ihr schon, ich habe hier zum Beispiel endlich mal auch ein Tor gebaut, nachdem ich hier von einem Dilo angegriffen wurde. Und ich habe den Fuhrpark erweitert. Ja, ich habe jetzt auch Frau Parasaurolophus. Ihr Mann ist ja leider, ne, abhanden gekommen auf tragische, äußerst tragische Weise sogar. So. Hier ist alles im Lot. Ihr seht, wir sind gut genährt. Es ist alles super. Dann habe ich hier noch Tamara. Das ist ein Triceratops. Ja, ich konnte einfach nicht widerstehen. Die rannte hier rum und ich habe festgestellt, ja, dass das Sämen sehr gut funktioniert hier, so wie ich das so eingestellt habe. Das ist perfekt für dieses Let's Play. Da komme ich gut voran, ohne dass es jetzt zu einfach wäre oder zu realitätsfremd. So. Ach, da ist ja noch eine. Hallo. Level 4. Ja, mehr brauchen wir jetzt echt nicht. Das wäre kontraproduktiv. Denn eins ist ja klar, ist alles schön und gut, wirklich, ne? Kochtopf, Kühlschrank und was das Wichtigste ist, wo habe ich es hingetan? Da, Öl. Leute, Öl in rauen Massen. Wie ist das nur passiert? Ich habe einige Zeit verbracht jetzt. Es sind bestimmt, ich habe nicht drauf geachtet, aber ich schätze mal gut. Könnten ja gut 5 oder 6 Spieltage jetzt vergangen sein. Und ihr denkt natürlich in der ganzen Zeit, ja, während ihr auf die neue Folge wartet, sitzt der Vorbudler schön hier oben auf seiner Hacienda und schaut den ganzen Tag auf die blaue Lagune hinaus. Aber nein, 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 das ist so nicht. Ich war fleißig, ich habe hier so einiges gesammelt. Und das mit dem Öl war einfach ein glücklicher Zufall. Ich bin mit Sammy am Strand lang gelaufen, da wo wir gerade die Folge gestartet haben.
Und habe dann beobachtet, wie eine Herde, ein Schwarm, müsste man sagen, Manta-Rochen, irgendeinen mir sehr unbekannten Fisch angegriffen haben. Einen riesigen, großen Fisch, den ich sonst in Ark noch nie gesehen habe. Ich bin ja auch zugegebenermaßen nicht sehr viel im Wasser unterwegs, auch in meinem ersten eigenen Spiel, mit dem Hugo, hier auf dem Island. Und da war ein Fisch, den haben die Mantas erledigt und der schwamm jetzt tot darum. Und dann haben wir uns den geschnappt und zu meiner großen Freude habe ich festgestellt, dass der voller Öl war. 500, 600. Ich habe schon 80 Kanister Benzin hergestellt. Es ist richtig gut gelaufen. Ich habe viele Narcoberries hergestellt. Ich habe noch weitere Waffen hergestellt. Ich habe, ja, und ihr ahnt es, einfach mal ein bisschen die Base verstärkt, damit ich etwas Solides im Rücken habe, wenn ich nämlich aufbreche. Und das wollen wir heute tun. Mit dem Hintergrund natürlich, ihr wisst, wenn wir wirklich, Leute, das ist so, wenn wir wirklich dieses Island hier beherrschen wollen, wenn wir Dinosaurierkönig werden wollen, dann können wir hier nicht bleiben. In der blauen Lagune. Aber die hat echt etwas von Urlaub. Das ist sehr schön hier. Ich bin hier sehr gern. Ich finde es schön. Ich habe hier noch nie irgendwas gebaut. Aber nein, wir können hier nicht bleiben. Und ich habe ja schon immer, ich habe euch das erklärt, ich habe in meinem eigenen Spiel mehr im westlichen Bereich von Ark gespielt. Da möchte ich nicht wieder hin, weil ich jetzt ja eben auch nochmal euch etwas Frisches bieten will und selber immer überrascht bin oder sein möchte von der Gegend hier und von der wunderschönen Map. Und deswegen möchte ich mich nach Osten begeben, und zwar Richtung des östlichen Arks, dieses grünen Arks. Und ich muss sagen, Sammy ist ein doller Hecht. Entschuldigung, bist ein Krokodil, ich weiß, aber das sagt man so, weißt du? Das ist nicht böse gemeint. Nein, bleib mal ruhig, bleib mal ganz ruhig. Sammy ist echt die Wucht, sagen wir es mal so. Und mit ihm, ja, ich wollte ihn eigentlich ein bisschen leveln. Und dabei ist dann halt eine Expedition herausgekommen, weil ich mal wissen wollte, wie ich mit ihm reisen kann. Und das geht sehr gut über die Flüsse. Sammy ist ein sehr guter Schwimmer. Er ist schnell im Fluss und damit auch viel besser als ein Boot. Er ist natürlich auch sehr stark. Leider ist er am Ufer eine völlige Null. Er ist eine absolute Krücke am Ufer. Er guckt, er sieht das schon, selbst wenn ich jetzt hier so wackel, lang wackel, es ist nicht so richtig toll. Deswegen muss man im Wasser bleiben. Aber was ich gemacht habe, ist, was ich jetzt vorhabe. Ich suche einen neuen Platz für eine neue Base in einer etwas spannenderen Gegend und ich glaube, ich habe den gefunden. Also ich weiß, dass ich in der Nähe des grünen Arks bauen möchte und ich komme dahin über die Flüsse und das habe ich jetzt vor mit euch. Und wenn wir dort ankommen, werde ich versuchen, in dieser Folge einen schönen neuen Ort zu finden. Ich habe mich nur flüchtig dort umgeguckt, als ich da mal kurz gucken war. Außerdem habe ich dort noch allerdings eine Überraschung für euch. Und jetzt futter ich noch mal ein bisschen. Das ist immer sehr kalt im Wasser. Und vor allem drückt mir die Daumen. Es ist wirklich nicht ganz so einfach, wie sich das jetzt anhört. Es sind doch ein paar Sandbänke, über die ich dann rüber klettern muss. Egal, wir werden das schon packen. Sammy ist echt gut drauf. Oh, wartet mal. Das ist ganz wichtig. Ich mache es spannend, natürlich vergesse ich wieder die Hälfte. Wir müssen doch dringend noch etwas mehr Futter mitnehmen. Nicht für Sammy, der kann für sich selber sorgen, aber für mich. Nur noch 10 Kotlets, das ist mir zu wenig. Ich hole mal eben noch was. Gott sei Dank habe ich ja jetzt inzwischen auch einen Kühlschrank. So einen einfachen. Es gibt noch einen elektrisch betriebenen. Dieser ist jetzt hier mit Schießpulver. Ja. Spark Powder, so. Komm, nehmen wir uns noch was mit und dann habe ich noch ganz viel Zeug. Ich bin so heiß, jetzt endlich aufzubrechen. Das lasse ich aber alles hier. Wir müssen sowieso neu sammeln. Schwarze Perlen, super. Super, echt cool. Das brauche ich jetzt nicht. Wir haben schon genug davon. So, das kann jetzt auch hier bleiben. Die Steine lassen wir auch mal hier. Vielleicht mal nur, ja, das geht. Und hier nochmal zum Nachladen.
Den Rest finden wir dort vor Ort. Ich habe mich da ein bisschen umgesehen. Komm, jetzt lass uns darüber nicht reden. Lass uns lieber mal konzentrieren, dass wir da überhaupt ankommen. Und dann sehen wir weiter. Jetzt Konzentration. Jetzt geht's los. Wenn ich den Weg wiederfinde, sollte das jetzt recht rasch gehen. Da links ist dieser grüne Ark. Der ist das doch, oder? Oh mein Gott, ja. Ich schätze schon. Und der ist gar nicht irgendwie... Ja, der ist natürlich sehr westlich, aber so auf der Mitte der Karte. Also auch schon relativ nördlich. Und ihr wisst, dass man auf der Island... Ich glaube, hier muss ich rum, ja. Auf der Island wird es immer gefährlicher, je weiter man gen Norden kommt. Diese blöden Möwen. Ja, ich muss hier lang. Jetzt kommt eine Sandbank, also ist hier aber noch okay, das kriegen wir noch hin hier. Ja, kriegen wir noch hin hier, ist alles friedlich. Jetzt haben wir den schon voll vor der Nase. So, und jetzt kommt der Trick. Das mache ich jetzt einfach auf die einfache Tour. Ich könnte jetzt auch eine Show draus machen, so tun, als wäre ich hier noch nicht gewesen. Oh, der hat gelevelt. Ja, später. Oder jetzt kommt mal eben noch mehr Kampfkraft. Ja, genau. Egal. Wir lassen uns jetzt hier nicht aufhalten. Wir müssen nämlich jetzt hier nach rechts. Links ist nicht, geht nicht gut. Da kommen wir irgendwie nicht weiter. Also, das ist mir dazu gefährlich. Oh weia, oh weia, oh weia. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, hier ist ein Diplodocus. Wow, Piranhas. Ich glaube, ich mache das mal nicht mit dem Stehenbleiben und gucken. Wir werden jetzt hier einfach Gas geben. Und ich hoffe, dass ich bis ans Ende durchkomme. Ist mir ja schon mal geglückt. Ja, wir werden immer zwischendurch mal gebissen. Da sind noch irgendwelche anderen Viecher unter Wasser. Oh, 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 da vorne. Oh, 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 oh. So. Kleine Pause für Sammy. Braucht er zwar nicht, aber ich brauche die. Es ist so schön, ne? Es ist wirklich so schön, die Map. Jetzt kommt, der ist gerade auf Seite. Wenn er mitten im Wasser steht, ist gefährlich. Der kommt auch ganz gut voran. Ist ein guter Schwimmer, der spielt nur so aus. Und sehr groß. Also man verschätzt sich da so ein bisschen. So, und jetzt haben wir schon das Ziel so halbwegs vor der Nase. Wo muss ich noch hin? Ich glaube, hier muss noch mal links abgehen. Ah, da hat mich wieder was erwischt. Oh ja, hier müssen wir durch. Es geht noch weiter. Sonst ist es zu gefährlich. Wieder so eine blöde Sandbank hier. Nicht stehen bleiben, Sammy, nicht stehen bleiben. Das ist toll, der verliert überhaupt keine Ausdauer, kein Stamina, wenn er schwimmt. Erst wenn er kämpft oder an Land rennen muss, dann geht das runter. So, aber ist okay. Da flüchtet was vor uns. Der hat uns kommen sehen. Oh, Raptoren. Hallo. Die machen wir platt, das ist kein Problem. So. Wir haben das Ufer erreicht. Das Zielufer. Puh. Okay. So, der Vorteil an dieser Gegend. Also das wusste ich vorher nicht. Ich wollte halt in Richtung dieses grünen Arks. Und ihr seht schon, hier ist einiges los. Da hinten war irgendwo ein... T-Rex noch im Busch, da oben ist ein Carnotaurus. Aber es ist sehr cool, weil hier haben wir sehr, sehr nah das Sumpfgebiet. Und gleich werdet ihr sehen, dass wir auch recht nah ja, den dicken Eichenwald haben. Oder wie nennt man den in Ark? Diese Redwood Forest, ne? Genau wie in Minecraft. Früher gab es auch wieder den Redwood Forest und hier gibt es das auch. Mit riesigen Mammutbäumen. Und das ist hier alles jetzt um die Ecke, dann praktisch also sehr gut erreichbar.
wenn man sich hier niederlässt. Da hinten sind Therizinosaurier, das ist auch nicht schlecht. Und ich glaube, ich habe da oben so ein bisschen das Auge drauf geworfen. Da sind so einige Plattformen, meine ich. Das muss ich mir näher angucken. Aber jetzt freut euch erstmal auf die Überraschung, sofern sie noch da ist. Ich habe da etwas vorbereitet, nämlich... Juhu, Rainer! Rainer, mit dir spielt wohl keiner. Ja, ich habe einen neuen Kumpel. Das ist Rainer und das ist ein Raptor. Auch mit dem kann ich mich jetzt hier so ein bisschen umgucken. Der ist auch gar nicht schlecht. Der hat schon einige Kämpfe gewonnen. Ich habe schon so ein bisschen... Ja, wir müssen ihn mal ein bisschen leichter machen. Er ist so schwer. Das ganze Ballastzeug kann hier weg. Die Raptoren, die können nicht viel schleppen. Ne? Und sind auch nicht so schnell. Ich meine, wenn die gezähmt sind, sind die gar nicht mehr so schnell. Wie... in freier Natur. Folgst du mir eigentlich noch? Nein. Okay, Sammy, du hältst mal hier die Stellung, okay? Lass dich bitte nicht ärgern und wenn, machst du alle platt. Der Vorbootler muss mal eben los. Hier ein bisschen gucken. Oh, da unten ist da schon ein Carnotaurus mitten im... Der ist schon... Oh, der ist aber schon sehr nah dran. Das ist... Oha. Der wird uns wohl gleich... finden. Ja, aber genau darum geht es mir, ne? Dass mir mal ein bisschen gefährlicher wird. Nicht so ganz so handzahm, ne? Außerdem haben wir gute Stellen. Glaube ich, ja? So habe ich auch den Raptor bekommen. Konnte mich auf irgendeinen Stein stellen. Da ist ein Terizino. Da ist ein... Ja, vor dem müssen wir aufpassen. Nicht nah dran. So. Ihr könnt mich da schön auf den Stein stellen und diesen Raptor hier zähmen. War nicht ganz so einfach. Ich wünschte, ich hätte das gefilmt. Das war doch schon ganz schön dramatisch. Aber wir werden schon noch dramatische Situationen live auf Kamera bekommen. Das kann ich euch garantieren. So. Das ist schon mal schön. Wasser in der Nähe. Wir müssen natürlich alles Mögliche in der Nähe haben. Ne? Wasser brauchen wir. Was ist denn mit hier, mit diesem Ufer? Ist das auch nicht schlecht? Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, hier sind auch irgendwelche Viecher im Wasser. Ah, das ist nicht gut. Oh nein. Ah, die sind nicht ohne da unten. Okay. Hüpf. Ja, und der Grund darf auch jetzt nicht zu geneigt sein. Dann kann man da nicht gut drauf bauen. Das ist hier alles leider so ein bisschen geneigt. Der Fluss ist sehr gut. Hier unten vielleicht, das ist mir aber zu klein. Das ist zu eng. Im Rücken hätte man hier was. Das ist gar nicht schlecht. Können höchstens von oben mal Tiere rüberfallen. So, wen haben wir denn hier? So, da ist sogar ein Iguanodon. Sehr gut. Ihr seht schon, diese Gegend hat Potenzial. Da oben, das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Da rennt auch noch ein Troodon rum und das ist wirklich übel. Ah komm, wir lassen die einfach mal in Ruhe. Lassen uns jetzt hier auf keine Experimente ein. Und dann wird es schon schief gehen. Ja, wir gehen hier einfach in unserer Wege. Wenn wir angegriffen werden, ist das was anderes. Aber so wollen wir jetzt erstmal auf Nummer sicher gehen. Er hier ist auch nicht ohne. Ach, da ist der Kano. Okay. Oh, der verletzt sich jetzt sehr schön an dem... Aber er hat gewonnen. Schade. Jetzt bin ich gespannt, ob der mich angreift. Das ist immer ein bisschen spannend, ne?
Der ist ja nur viel größer, aber wir sind auf einem Fleischfresser und er greift uns an. Und er ist schneller als wir. Ach ja. Hier oben seht ihr, das ist doch wunderschön hier oben, oder? Ist das nicht eine schöne Ecke hier mit diesen Blumen? Das gefällt mir total gut. Allerdings kann ich da jetzt nicht ein Haus drauf pflanzen. Dann wäre das ja auch irgendwie wieder blöde. Ha! Wo kam der denn jetzt her? Mal gucken, was ich hier bei dem so reißen kann. Ich glaube nicht viel. Oh Mann. Ja, dann komm auch. Wo kam der? War doch jetzt. Der poppt ja irgendwie so auf, oder? Ich muss mir das nochmal angucken. Nach da unten ist er. Ja, komm nochmal. Komm. Ja, komm. Level? Was hast du für ein Level? Egal. Wow. Ne, Rainer ist ein Killer. Es ist ein reiner Killer. Hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht, dass der. Ja gut, er hat schon einiges abbekommen. Ne? Oben rechts sieht man das schön. So, dann isst dich erstmal satt, mein Lieber. Du hast das verdient. So ein Carlo ist schon eine Hausnummer. So. Haben wir den hier? Ja, hier, das musst du dir jetzt schön, das Kostbare erstmal. Ne? Prime Meat. Ja, die Pfeile sichere ich mir. Das kann man vielleicht gebrauchen hier. Der Rest, ja, der ist jetzt erstmal. Nee, das ist jetzt alles nicht wichtig. Nö, das ist jetzt alles nicht wichtig. Komm, das haben wir genug. Das kriegen wir auch wieder. Und du hast gelevelt. Guter Junge. Nimm mal den mal. Naja, mir fällt die Geschwindigkeit auch nicht so wirklich. Und Stamina könnte mehr sein, wirklich. Okay. Ja, und hopp. Hopp. Jo. So, aber hier, guck mal. Jetzt mal wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Was haben wir hier? Wir haben hier ein wunderbares Plateau. Hier ist ein schöner Zugang. Es ist ein bisschen schwierig, hier Mauern zu bauen, weil hier die Felsen so schief sind. Es ist keine richtige Steilwand. Das werde ich nicht richtig dicht bekommen. Man kann aber auch das ganze Areal versuchen abzutrennen. Hier ist schon etwas besser. Komm wieder hoch. Schwierig. Ja, komm, komm. Komm, ich habe dir extra Prime mitgegeben. So. Hier ist auch nicht schlecht. Vielleicht könnte man auch hier noch eine Treppe hochbauen. Ah, oh, das ist doch super hier. Wenn hier das so ein Haus steht, es ist ganz flach. Wir haben hier so ein bisschen natürlichen Schutz ringsherum. Das ist nicht wirklich. Das funktioniert nicht wirklich gut bei ganz großen Angreifern, aber. Und auch hier könnten wir noch. Was ist das denn hier oben? Lass mich doch mal da hoch. Ach, einen schönen Garten anlegen oder sowas mit diesen schönen alten Bäumen. Diese Bäume mag ich irgendwie nie wegfällen, weil ich sie zu schön finde. Und dann haben wir hier einen Ausblick auf dieses wunderbare Arktal. Ja, so ist es ja wie, ne? Die Dinger können wir nicht wirklich gebrauchen im Singleplayer. Nicht, dass ich wüsste. Ich denke, wir können da auch Sachen zusammensuchen, die da einsetzen und dann werden wir schon irgendwie belohnt, glaube ich. Aber muss ich mir nochmal genauer angucken. Ist im Moment nicht so, dass. Hauptding. Und wir haben hier aber echt eine super schöne Aussicht. Es ist so ein bisschen unheimlich auch. Und ich finde es unheimlich schön hier. Also ich glaube, das könnte doch was werden. Ein Blick auf den Fluss. Ja, das ist das einzige Problem. Das einzige Problem ist, hier ist das Wasser sehr weit. Ah, seht ihr, es ist immer auch ein Haken dran. Okay, wir müssen uns Wasserreservoirs bauen. Hier ist wirklich kein Wasser, ne? Ich guck mal eben hier so ein bisschen. Wenigstens in der Nähe, dass wir ein Rohr legen können. Keine Pfütze, kein. Was ist das da vorne? Dieses, Rainer, mach hier keinen Alarm. So, was ist das denn hier vorne für ein Bereich.
Oh, ein Alpha Raptor. Da unten ist ein Alpha Raptor und da ist noch mal irgendwie ein Viech. Und was ist das denn für einer? Ach nee, das ist nur ein Raptor, der den Iguanodon angreift. Okay. Gut, wenn wir den nicht hier hinlocken, dann ist eigentlich alles okay. Unsere Base wäre schon relativ weit entfernt. Irgendwann werden wir auch einem Raptor, einem Alpha-Raptor begegnen. Das bleibt gar nicht aus. Und dann sind wir arm dran. Das wird nicht einfach. Okay. So, dann haben wir hier so einen offenen Zugang. Kein Wasser, ne? Nur Regenwasser. Aber es regnet hier schon mal. Das ist ein gutes Zeichen, dass es hier regnet. Dann würde sich auch unser Wasserreservoir füllen. Aber hier könnte man doch auch noch mal schön ein bisschen abgrenzen. Das kriegt man doch hin. Und selbst wenn man ja hier jetzt keine Riesenbase baut und alles so perfekt mit Mauern hinbekommt, wäre es doch trotzdem ein schöner Ort, um sich hier niederzulassen. Ich finde das gut hier. Ne? Viel Artenvielfalt haben wir auch. Viele verschiedene Tiere. Ganz anders als bei uns in der Blauen Lagune. Wo das ja doch sehr übersichtlich ist. Ne, Rainer? Ja. Komm, dann machen wir noch mal einen kleinen Ausflug, um die Gegend zu erkunden. Das wäre hier auch. Ah, hier ist auch noch super. Es ist alles ziemlich cool hier. Auch diesen Bereich können wir voll nutzen. Wir brauchen ja auch eine Weide und einen Stall und sowas. Platz für einen Stall. Und das Wasser ist da vorne. Ja, wie ist das denn überhaupt? Haben wir denn hier vielleicht auch einen guten Platz, der noch besser ist vielleicht und am Wasser liegt? Ja, hier ist zum Beispiel auch eine schöne Fläche. Jetzt so rein so vom Aufbau ist die natürlich jetzt nicht so schön, ne? Da haben wir jetzt nur Wasser, aber der Rest ist nicht ganz so toll mit dem tollen Ausblick und ah, der Torodon hat uns entdeckt. Komm, Rainer, du hast ein Kanu geschafft, ne? Dann schaffst du auch ein Troodon. Wo ist der blöde Sack? Da hinten, warte. Aber wir können es auch mal ein bisschen leveln hier. Die gehen immer schief mit dem Raptor, der ist zu. Ja. Jetzt hat es uns erwischt. Oh nein, oh nein! Okay. Gar nicht schlecht, Rainer. Oh nein! Jetzt ist es mit uns aus. Gottes Willen. Den müssen wir abhängen. Wo ging es in die Schlucht? Vielleicht können wir ihn hier in die Schlucht. Wir folgen dem Weg. Und dann laufen wir zickzack. Und dann wird er sich verhaken. Dann wird er runterfallen. Dann wird er gefressen. Was weiß ich. Die Musik hört auf. Wir müssen eh ein wenig Luft holen. Die sind einfach unberechenbar. Ich hätte ja gerne einen. Wie ihr wisst, aus meiner Ragnarok-Vorstellung. Ja, der hat uns vergessen. Ja, wunderbar. Nochmal gut gegangen. Die sind sowas von stark und wirklich unbarmherzig. Manche vergleichen diese Therizinosaurus sogar mit T-Rex, weil die extrem was drauf haben und auch gut einstecken können. Naja gut, das haben wir jedenfalls überlebt. Hier haben wir Ressourcen, meine lieben Leute, Ressourcen. Das ist alles total wichtig. Ist auch cool, hier haben viele neue Sachen so gemacht, hier diese. Diese ganzen Dekorationen hier, die habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist noch nicht so wahrgenommen. Also, ich hatte ja am westlichen Ark meine erste Base überhaupt in Ark gebaut. So in der Nähe jedenfalls. So, was haben wir hier noch alles? Ja, die Tiere sind jetzt nicht so interessant für uns.
Okay. Boah, super hier. Oh, es ist mir auch noch heiß. Kein Wunder. Ja! Ich muss jetzt so überlegen, wie ich das hinbekomme. Wieder, aber ich hatte uns, das geht auf dem Raptor nicht gut. Da bin ich ja alleine, als Einzelkämpfer bin ich ja sogar noch besser. So. Aber der kann nicht zur Seite springen, das ist das Problem. So, hä? Weiß ja nicht, was er machen soll. Was haben wir denn hier noch? Oh Gott. Ja, Dillus. Okay, wo sind wir denn hier? Da ist auch wieder Sumpfgelände da vorne. Viele andere Tiere. Oh, sicher auch Schlangen und so. Mal gucken gehen, ganz vorsichtig. Und dann würde ich sagen, ist auch bald schon wieder die Zeit rum, leider. Aber dann habt ihr umso mehr Grund, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Ich nehme mir immer vor, unter 30 Minuten auf jeden Fall zu bleiben, aber es klappt einfach nicht. Ich habe jetzt auch echt die Zeit hier vergessen. Aber Leute, ich glaube, wir haben so allmählich eine neue Stelle gefunden, wo wir uns niederlassen können, um mal halt wirklich eine bisschen größere Base zu bauen oder ein bisschen ausgefeilter. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Auf jeden Fall wird das sicher sehr spannend. Ich hoffe also, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Denkt bitte an den Like-Button, ja? Und dann, wa? Bleibt sauber, habt Spaß und lasst euch keine Angst einjagen. Ne, Troodon?